Herr Präsident, sehr geehrter Herr Innenminister, sehr geehrte Damen und Herren, dass mein Vorredner von der SPÖ, Herr Kollege Einwallner, hier wild um sich schlägt gegen Schwarz-Blau, ist mir klar angesichts der Zustände in der Stadt Wien, für die nun einmal seit Jahrzehnten die SPÖ verantwortlich ist. Und es ist schon interessant, wann Sie davon reden und uns empfehlen, in die Polizeistationen zu gehen, was wir, glaube ich, alle regelmäßig zu tun, hier von Überstunden von Polizisten zu reden. Ja, warum fallen denn die an? Weil Ihr Bürgermeister alles hereinlässt, weil hier die höchsten Sozialleistungen ausgezahlt werden, Mindestsicherung an Menschen, die das nicht verdient haben. Deswegen ist das notwendig. Aber, Herr Innenminister, der Herr Bundeskanzler hat hier sich bewegt gezeigt, Anfang März, von den Missbrauchsfällen, gerade auch von dem 12-jährigen Mädchen, zu Recht. Da ist die Rede von Gesprächen, die geführt werden müssen, von Runden, von Allianzen schmieden. Das war am 3. März. Heute ist der 12. Juni. Auch hier sprechen Sie wieder von Gesprächen, Allianzen schmieden. Man muss was tun. Alles, was Sie aufgezählt haben an Maßnahmen, ist alles recht und schön. Das ist Symptombekämpfung. Ich nehme nur das Beispiel Senkung des Strafmündigkeitsalters. Es ist nicht die Lösung, aber es ist ein Aspekt natürlich und es hat abschreckende Wirkung. Und das hätten wir seit Anfang März längst beschließen können. ÖVP und FPÖ, Sie hätten sofort unsere Stimmen bekommen. Stattdessen stellen Sie sich jetzt her und sagen bitte zum Thema Strafmündigkeit, es gibt jetzt Gespräche mit den Eltern. Die Polizisten, wir sind nämlich oft in den Polizeistationen, sagen uns, das hat überhaupt keinen Sinn. Diese Leute kommen nicht zu den Gesprächen und über eine Regelbelehrung, die sie nicht verstehen und die ihnen ganz egal ist. Und wenn Sie sagen, es werden Strafen verhängt, die werden dann nicht bezahlt und nicht eingehoben. Und Herr Innenminister, das wissen Sie ganz genau. Und wenn Sie hier wirklich etwas bewirken wollten, Herr Minister, dann hätten Sie sich jetzt hier hingestellt und eine eindeutige Botschaft hinaus an die Täter geschickt und hätten gesagt, wer hier illegal ist, wer hier kriminell wird, wer hier unser Gastrecht missbraucht, bekommt kein Geld, bekommt keine Sozialleistungen, keine Familienbeihilfe, keine medizinische Versorgung. Wer unser Gastrecht missbraucht, muss raus, und zwar schnell. Raus aus unseren Schulen, raus aus unseren Wohnungen, weg von unserer Straße und raus aus unserem Land. Und dass Sie jetzt unserem Clubobmann und uns vorwerfen, dass wir das Thema nicht ernsthaft angehen, also das ist wohl ein Witz. Und dass Sie sagen, wir sind eine friedliche, eines der friedlichsten und sichersten Länder, das sagen Sie jetzt den Opfern, wo ich Ihnen einige Aussagen zitiere. Und zwar aus den Gerichtsakten. Nur drei Beispiele von unzähligen Beispielen. Eine 18-Jährige, die von drei Afghanen vergewaltigt wurde, sagt, 3 Jahre später im Strafprozess, ich fühle mich seitdem wie wertloser Müll. Ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl je wieder loswerde. Ein 14-jähriges Mädchen von Syrern vergewaltigt, ich bestehe nur mehr aus Angst. Ich habe Angst einzuschlafen, ich habe Angst wach zu sein. Kein Leben, keine Freude, nur Angst. Und die 12-Jährige, deren Fall wir alle kennen, oder wo die ganze Bande von Ausländern, von 17 Verdächtigen, jetzt in Wien hier frei auf der Straße herumlaufen und deren Familien auch dieselbe Familienbeihilfe bekommt wie die minderjährigen Opfer. Die hat gesagt, sie haben so entsetzlich viel in mir kaputt gemacht. Ich glaube, das können wir alle verstehen, das werden Sie auch so sehen. Demgegenüber nur 3 Beispiele von Tätern, auch aus den Gerichtsakten, wo man sieht, was da aufeinanderklafft, der Clash der Kulturen. Ich verstehe nicht, warum ich hier vor Gericht stehe. Bei uns zu Hause darf man das mit einer unverheirateten Frau, die abends allein unterwegs ist. Sie ist doch nur eine ungläubige Schlampe. Und bei einer 18-jährigen Türkin, wo die Täter nicht gewusst haben, dass sie eine Türkin ist, sondern sie haben geglaubt, das ist eine Wienerin. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass sie Muslime ist, hätte ich das nicht gemacht. Aber sie müsste heute ein Kopftuch tragen. Das heißt, gefährdet, Opfer sind nicht nur die einheimischen Mädchen und Frauen, aber auch die Jungs, sondern alle, auch die Ausländer und die Menschen, die zu uns gekommen sind und die sich an unsere Lebensweise angepasst haben und die das schätzen. Auch diese Mädchen sind gefährdet. Diese Beispiele zeigen den ganzen Abgrund des Grauens und auch jetzt die Nachredner, jetzt werden wieder alle Relativierungen kommen.
Mir wird das nie verhindern können. Es gibt auch einheimische Vergewaltiger, die haben eine schreckliche Geschichte hinter sich. Nein, das zählt alles nicht. Wer das macht, muss raus. Und wir könnten unglaublich viele Fälle verhindern, wenn die Menschen nicht hier waren, die kein Recht dazu haben. Das Phänomen der Gruppenvergewaltigung war vor 2015 kaum bekannt. Ich komme zum Schluss. Der echte Rassismus, Herr Kollege auch Einwallner, ist nicht bei uns, die Probleme benennen. Der echte Rassismus, die toxische Männlichkeit, der echte bedrohliche Sexismus, der ist nicht auf Sylt, der ist nicht im Münchner Oktoberfest, der ist nicht bei der Landjugend im Zillertal und nicht in unseren Fußballstadien, bei unseren Fußballanhängern. Und er ist nicht bei denen, die über Remigration oder Bevölkerungsaustausch reden und diese Probleme benennen, sondern er ist leider eben in unseren Schulen angekommen und in unserem öffentlichen Raum. Und das müssen wir ändern, und zwar schleunigst.